Guten Abend beim Zylonensender. Wir begrüßen Sie. Oder guten Morgen, je Hallo. Nachdem, wann Sie diesen Podcast hören. Hallo Jan. Hallo Tim. Hallo Mario. Ach nein, verdammt. Hallo Ben. Hallo Tim. Und hallo Phil. Hallo. Mario ist heute geplant und entschuldigt abwesend. Gruß an Mario. Grüße gehen raus. Hallo Mario. Ja, da sind wir wieder. Es ist ein weiterer Samstag. Ja, die Sonne scheint. Ist ganz schön heiß. Wir schreiben das Jahr 2017. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Außer ein kleines Dorf. So, wer von euch weiß jetzt, ohne nachzugucken, wie die Lager heißen? Welche Lager? Welche Lager? Die Römerlager. Ach so, Laudanum, Kleinbonum, Barbarorum und Aquarium. Vielleicht war Klein das Bonum. Aquarium. Ja. Aquarium. Ja, klar. Wow. Barbarorum, Kleinbonum und Laudatio. Und da bist du jetzt aber erstaunt, was? Ich glaub dir das. Ich konnte mich nur noch an Kleinbonum erinnern. Das ist aber ja auch das prominenteste aller Lager. Meistens gehen die dummen Offensiven von Kleinbonum aus. War Asterix der Gallier, war das auch in Kleinbonum? Das war auch in Kleinbonum. Ja. Mit dem Haarwachstrank. La 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 la. 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 Ich bin. Wie, was war der? Warte. Und ein bisschen Vitrine. Nee, das war was anderes. Das war in Ägypten. Ich erinnere mich nur noch. Und die Frau schon lange schon. Genau. Das kümmert mich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich Holzwurmhändler. Genau. Holzwurmhändler. Gut, gut. Ja, zurück zu Battlestar Galactica oder erstmal anfangen. Ja, wir sind irgendwie in der vierten Staffel gestrandet. Na, so richtig gestrandet sind wir nicht. Wie konnte das bloß passieren? Gerade erst angefangen. Naja. Oh, vierte Folge, ne? Sind doch dritte schon halb durch. Folge. Oh, okay. Ja gut, du kannst jetzt behaupten, du hättest Razor mitgezählt, aber dann müsstest du fünfte Folge sagen. Ich behaupte doch nie Sachen. Gut. Obwohl, letzte Folge habe ich behauptet, dass Boomer und Cavill was miteinander haben. Ja, und jetzt hat sich das schon bewahrheitet. Also ich glaube ja immer noch, du hast hellseherische Fähigkeiten. Die hat sich nur sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Ach so. So macht man das unter Zylon. Ja. Das war wie Bruder und Schwester halt, wenn die sich nach langer Zeit wiedersehen. Mist. Wie Bruder und Schwester. Gut, dass du keine Geschwister hast, Ben. Was? Außer in Alabama. Hä? Ist das der Inzuchtstaat? Ich weiß es gar nicht mehr. Das amerikanische Äquivalent zum Saarland. Aha. Das sprichst du im Saarland aber viel zu. Das heißt, das wird auch nur für großen Vergleiche herangezogen. Ja. Vier Alabamas passen in 5 Fußballfelder. In 4 Saarländer. Nee, Saarländer ist ja eine andere Größeneinheit als Saarland. Wie ist denn das Plural vom Saarland? Es gibt kein Plural von Saarland. Ich glaube, es gibt nur ein Saarland. Ja, aber für die Maßeinheit. Ach so. Ah, 4-mal die Größe des Saarlandes. Ah, der Genitiv. Ah, Entschuldigung, musst du kurz Licht anmachen. Es ist so dunkel. Ich habe gleich eine Störung im Mikro gegeben. Ja. Es gibt mir ein paar Sorgen. Nicht geerdet. Nicht geerdet. Naja, in diesem Haus kommen auch immer Funken aus der Steckdose, ja, wenn man einen Stecker zieht. Na dann. Gut. Sind wir froh, dass du überhaupt so klar rüberkommst. Ja, aus der Schweiz mit weg Funken. Wohnt. Da weiß man, dass Strom drauf ist. Ja. Ich sehe es als Service. Gut. Also, wir waren jetzt bei der dritten Folge stehen geblieben. Die heißt Die Verblendeten. Oder auf Englisch The Ties That Bind. Zu diesem Titel, ich habe nachgelesen, dass das alles irgendwelche religiösen Anspielungen sind, auch dieses hier wieder, also nicht wundern, wo die englischen Titel herkommen. Ich habe es nicht verstanden, ob das wirklich irgendeinen sinnvollen Bezug zur Folge hat. Das sind alles irgendwie Sprüche aus der Bibel in letzter Zeit. Ausgestrahlt zuerst am 18. April 2008 in den USA. Und Ende des Jahres, 29. November 2008 in Deutschland.
Regie führte wieder Michael Nankin und das Drehbuch auch wieder von Michael Taylor. Wieder ist eigentlich falsch, die waren beide in der aktuellen Staffel noch nicht zu sehen. Aber wir haben sie schon öfter gehört. Ich versuche mal heute wieder in der Zusammenfassung die Filsche Methode anzuwenden, nämlich in 4 Sätzen die Zusammenfassung zu machen. Erstens, Kelly macht mal wieder einen Weltraumausflug. Zweitens, Bruder Cavill lenkt ein zum Schein. So ein Arschloch. Drittens, auf der Demetrius ist es sehr, sehr heiß. Und viertens, Apollo verhält sich zum Fremdschämen. Habe ich was vergessen? Hättest du auch mal wieder dazu tun können. Ja, ich will jetzt aber, um allen anderen noch etwas mehr Infos zu geben, die 4 Punkte noch kurz zumindest ausfüllen. Kelly glaubt, dass Galen eine Affäre hat mit Tori und belauscht deshalb ein Treffen zwischen den beiden und damit letztendlich mit den letzten 4 von 5. Ja, und wird schließlich von Tori am Ende geluftschleust. Ja, Ty ist ja auch noch dabei bei den. Richtig, ja. Also dieses typische Treffen, was sie immer haben. Dann zum zweiten Teil von 4, nachdem Cavill auf dem Wiederauferstehungsschiff wieder mal aufgewacht ist, nachdem er gestorben ist und diesmal durch die Hand der anderen Zylonen, geht er zum Schein auf die Forderung von den anderen, also vor allem von Six, ein. Doch am Ende ist das nur eine List und er lockt dann die abtrünnigen Zylonen in eine Falle und greift sie ohne das Wiederauferstehungsschiff in der Nähe an. Auf der Demetrius tyrannisiert Starbuck ihre Crew. Ja, vor allem tyrannisieren, vor allem durch Vorenthalten eines Plans und Informationen. Die Crew reagiert auch schon zunehmend genervt. Und Anders stellt Starbuck dann schließlich zur Rede oder legt sie zur Rede, wie man das sehen will. Apollo wird in den Zwölferrat eingeführt. Das wurde ja beim letzten Mal schon angeteasert. Auf einer Pressekonferenz steht ihm die Präsidentin da zuerst zur Seite bei einer Frage zu diesem Balta-Tribunal. Aber in der ersten Ratssitzung will sich Apollo dann direkt profilieren. Und kontert dann, nachdem ihm die Präsidentin einen Maulkorb verpasst hat, manipuliert von Sarek, schließlich mit geheimen Informationen, die Präsidentin letztendlich dumm dastehen lässt. Und fällt damit genau auf das rein, was Sarek wollte. Gut, das war's. Ich glaube, so viel erstmal zur Zusammenfassung. Habe ich was vergessen? Nichts Großes, was wir jetzt nicht mehr besprechen könnten. Dann haben die 4 Sachen, dann hätten die 4 Sätze ja auch gereicht. Haben sie ja auch. Aber wir hören so gerne deine Stimme. Sehr schön. Dann kann jetzt jemand anderes anfangen. Ich habe nämlich keine mehr. Keine Sätze. Zettel leer. Keine Stimme. Alle Sätze. Ach so. Wir können ja vielleicht, wir können es ja so aufteilen, dass wir wirklich diese 4 Stränge nacheinander machen, oder? Sonst müssen wir. Ja, das ist auch eine sehr schöne Idee. Das ist gut. Also, fängt an mit Kelly und dem schreienden Balk. Der wirklich die ganze Zeit heult. Das ist echt, sie wollen es, glaube ich, in der Folge so rüberbringen, dass es Elternsein nicht immer einfach ist, aber da ist Zuschauersein echt auch schwer. man sieht halt, wie sie ja irgendeinen Tablettenmix immer wieder nimmt und das Kind schreit und weint und sie ist halt komplett fertig mit der Welt. Und sie ist vor allem alleine. Genau, weil eben der Chief sich hier und dort herumtreibt. Das war ja auch schon ein Problem, bevor der Chief seine Zylonen-Erkenntnis hatte. Ja, genau. Die hatten ja immer wieder Streit und es ging ja nach Neu-Caprica, wo sie ja geheiratet haben, oder wo er ihr ein Kind gemacht hat. Ging das ja immer nur Krach, wieder Versöhnung, Krach, wieder Versöhnung. Und man dachte ja nach der Luftschleusenfolge, jetzt haben sie sich wieder zusammengerauft, aber viel geändert hat sich da nicht, auch wenn Chief Tyrell das irgendwie ein ums andere mal beteuert. Aber sie haben auch schöne Phasen, die eben immer wieder in Erinnerungsfetzen von ihr
sich widerspiegeln. Aber es sind meistens nonverbale Phasen, wo sie nicht miteinander reden. Ja, also ich finde, das soll einem schon recht deutlich vermittelt werden, dass es einen guten Grund gibt, warum die jetzt in dieser Folge relativ schnell eskaliert. Weil es eben schon eine ganz lange Vorgeschichte gibt, wo sie sich einfach im Stich gelassen fühlt von Tyrell, weil es ist ja auch sein Kind. Ja. Weil er hängt zum Beispiel die ganze Zeit auf dem Flugdeck rum oder sagt das. Und er muss ja immer wieder arbeiten. Irgendwelche Ausflüchte, warum er sich jetzt gerade nicht um das Kind kümmern kann. Ja, und deshalb ist das auch, finde ich, jetzt hier dann einfach relativ plausibel, dass als sie eben den Chief und Tori in der Kneipe da zusammen in der Bar trifft, dass es dann so schnell dass es einfach so schnell eskaliert, weil es eigentlich überhaupt gar nicht schnell ist. Aber ich meine, aus ihren Augen ist es ja auch sehr, das wird ja auch sehr verzerrt dargestellt, weil sie auch gerade high ist in dem Moment. Oder? Ja, und extrem übernächtigt. Also ja, genau. Ja, die jetzt auch einfach nicht. Kein Kajal. Also mir geht es ja schon so, wenn ich mittlerweile, wenn ich mehr als eine Nacht weniger Schlaf kriege, als ich brauche. Aber wenn das ein Dauerzustand ist, dann würde ich wahrscheinlich nur noch irgendwelche komischen Wachträume haben. Also ich bin nicht geeignet, Kinder großzuziehen. Ja, aber das hat sich ja auch schon die ganze Zeit, du hast ja schon gesagt, das hat sich die ganze Zeit so hochgeschaukelt. Und der Chief ist ja auch deswegen nicht da, weil er mit ihr nicht zurechtkommt. Also sie pflaumt ihn ja auch ständig an, wenn er da ist. Und dann haut er wieder ab. Ja, weil er dann ja auch nicht sein... Ja. Und dann flüchtet er wieder in seine Kneipe. Weil er ja trotzdem seinen Teil einfach nicht beiträgt. Anstatt einfach mal alles auf den Tisch zu legen, also er muss ja jetzt nicht auf den Tisch legen, dass er ein Zylone ist, aber halt beziehungstechnisch könnte er alles auf den Tisch legen und es für beide leichter machen. Ja aber und ich glaube, es ist wichtig, dass diese Probleme ja auch schon bestanden haben, bevor der Chief sein ja, Zylone-Problem hat. Ja, auf jeden Fall. Was vielleicht noch einmal dann unterstreicht, warum sie nachher nicht mehr auf ihn hört, wenn er ihr wieder mal dasselbe vorbetet. Ja. Also sie ist dann ja irgendwann, sie findet ihn ja in der Bar mit Tori und durch die ganzen verzerrten Kameraaufnahmen aus ihrer Perspektive sieht man dann eben wie Tori des Chiefs Arm streichelt. Und ihm irgendwas ins Ohr flüstert. Dabei reden die beiden, glaube ich, nur über ihr Dasein als Zylonen, wenn ich mich recht erinnere. Wäre jetzt aber an Kellys Stelle auch nicht die erste Vermutung, die ich hätte. Nein. Natürlich nicht. Sie reden über ihr Zylonen-Dasein. Okay. Ach, ist ja viel. Was? Ja, und dann will sie ihn ja zur Rede stellen, kotzt aber in die Bar und wird dann zum Doc gebracht. Glaube ich. Ja. Und der ist wieder ein wunderschöner Moment, wenn er ihm sagt, der Typ hat so nicht mehr alle am der Latte, wie er mit dir umgeht. Schick den mal her. Anscheinend muss ich dem mal den Kopf durchleuchten. Ja, aber der sagt er doch im Wesentlichen auch, naja, du brauchst halt ein bisschen Ruhe. Ja, ein bisschen Ruhe und ein bisschen. Man kann auch Halluzinationen haben durch Medikamente oder eben durch viele Schlafmittel. Sie fragt ihn aber auch, ich finde es eben auch schön, dass er versucht, sie ein bisschen aufzuheitern und ihr das Kompliment gibt. Ich finde ja auch nicht gut, dass ich mag Kelly als Charakter. Ich finde das sehr kacke, wie der Chief mit ihr umspringt. Aber die Zigarette nimmt er ja auch ganz schnell wieder ab. Ja. Ja, aber weil es ist seine. Ja, genau. Es gibt ja wahrscheinlich auch keinen unendlichen Vorrat. Ja, das stimmt. Die hat er sich aus Algen bestimmt selbst gedreht. Wobei, das war wahrscheinlich so die, das war wahrscheinlich ungefähr die dritte Produktionsstätte, die in der Flotte in Betrieb ging. So nach Treibstoff und Wasser, noch vor Essen, kamen wahrscheinlich Zigaretten. Nur für den Doktor. Und der Kottel hat sich auch dafür ausgesprochen, dass dieses Schiff nicht mit Starbuck auf Reisen gehen, sondern der Müllfrachter.
Wir könnten das Zigarettenschiff kriegen. Nein. Nein. Dann gehe ich als Arzt mit. Genau. Ich finde es ja auch schön, dass sie, als er dann sagt, dass diese ganzen, dieser Drogencocktail, den sie da nimmt, ja auch ein bisschen mit ihrem Verstand spielt, dass sie wahrscheinlich, hat sie gesagt, oder sie sagt ja dann auch, wahrscheinlich ist sie ohnehin ein bisschen verrückt, immerhin hat sie den Mann geheiratet, der ihr den Kiefer gebrochen hat. Ja, stimmt. Das war ja auch eine interessante Szene damals, als er plötzlich auf sie eingeschlagen hat. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Wann war das? Er hatte diesen Tagtraum, wo er sich selbst sieht, wie er sich da von dieser Gangway stürzt. Ach so. Und dann weckt sie ihn, ja, und dann weiß ich, erschreckt er sich quasi, wacht auf und prügelt nur noch auf sie ein, bis sie nur noch aussieht wie so ein Schwamm. Nach dem Boomer da. Wenn man aufwacht. Ja. Genau. Also das war noch vor der Zeit, bevor die irgendwas zusammen hatten. Ja. Aber da hat sie sich in ihn verliebt. Oh ja, in seine Faust. In seine linke. Different folks, different strokes, so wie man sagt. Ja, und wenn sie dann wieder zurückkommt, dann findet sie einen Zettel in der Tür. Yes, sir. Wo drauf steht, wir treffen uns in der Waffenkammer, wie immer. Keine Ahnung. Ich auch denke, es ist ja jetzt nicht so, als müsste man Flaschenpost machen zu dritt. Man kann doch sich irgendwann mal auf dem Gang treffen und sagen, gleiche Stelle, gleiche Welle. Man muss doch keinen Zettel in die Tür hängen. Dienstag, 19 Uhr, Podcast in der Hangarbucht 3. Geheimes Zylonentreffen. So wie die Memos bei Monkey Island zwischen den Kannibalen und LeChuck. Ja, also das kam mir jetzt schon auch sehr plotgetrieben vor. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja dann auch eine Wohnung, wo sie gemeinsam leben. Da muss man doch auch mal davon ausgehen, dass das jemand anderes sieht. Ja. Für so super geheime Treffen. Ja, vor allem, wie wollen die also, denn wenn das Ding bullshitten da will, überhaupt da deponieren? Kann man ja sagen. Wie wollen die das Ding da überhaupt deponieren? Die müssen ja davon ausgehen, dass jemand zu Hause ist. Und wenn niemand zu Hause ist, die Tür doch wahrscheinlich zu. Das sind doch Zylonen, die hauen die einfach auf. So. Die sind ja jetzt auch alle viel stärker, als sie es wissen. Du hast mich überzeugt. ja, man könnte, wie gesagt, also ich kann auch noch weiter bullshitten, dass Tori nach der Szene in der Bar Kelly loswerden will und deswegen pflanzt sie diesen Zettel findbar in die Tür, damit Kelly ihn findet und sie weiß, dass Kelly sie belauscht und dann eben den Grund hat, sie zu töten. Widerspricht ja nur der Tatsache, dass Ty, weil Ty doch sagt, dass er das so gemacht hat. Ach, Mist. Ach, jetzt sei ruhig. Sagt Ty, dass er den Zettel da hingelegt hat oder Tori? Also in der Folge, die ich gesehen habe, so wie sie in meinem Kopf abgespeichert ist, sagt Ty ziemlich klar, dass er da die Botschaft hinterlassen hat und der Chief dann. Ja, habe ich gar nicht gesehen, weil ich habe hier. Es tut mir echt leid, warum ich mir ihren Namen nicht merken kann. Tori? Aber er hat sie dann ja auf jeden Fall getroffen unterwegs. Ja, okay. Dann war es doch der. Ja, dann. Jan, das war ja völliger Quatsch, was du da erzählt hast. Das war ja Bullshit. Gibt ja noch einen kleinen Fun-Fact dazu. Der Raum, in dem sie sich treffen, hat die Nummer 1701D. Ja, schön. Genau. Falls es irgendjemand kennt. Ist mir sofort aufgefallen. Ja. Man merkt halt nicht. Natürlich. Ja. Was, natürlich? Ja. Ja, natürlich. Ich habe keine Ahnung, worüber ihr redet. Was? 1701D, das ist doch wohl. Enterprise D natürlich. Die, so. Genau, die Enterprise, die haben sich auf der Enterprise D gedacht. Da doch nicht so. Ah. Da doch nicht so drin. Wow, ich glaube, er hatte einen Schlaganfall. Ja, ich bin gar nicht sicher, ob das jetzt zum ersten Mal. Ach so, und der war ja irgendwie bei Star Trek auch dabei. Haben wir genau. Ja, jetzt? Auf der Enterprise D. Genau, er hat auch an Enterprise D mitgearbeitet. Ja. Und? Was? Das ergibt ja alles. Was? Was war die Frage, Jan? Wer war auf der Enterprise D? Ronald Donald Chief. Moore. Der Chief auch, Donald aber der Moore. Hieß da anders. Der ist, Gott, der ist auch bei DS9 der Chief, oder?
Genau. Ronald D. Moore hat sowohl den Chief auf DS9, Babylon 5 und Star Trek Next Generation gespielt. Ja. Und Firefly. Genau. Wie heißt der noch? Ja, Call Meany heißt der. Call Meany, ja. Genau. Wie hieß der Charakter? Der Charakter? Chief O'Brien. O'Brien. Ja. Der spielt übrigens auch in Hell on Wheels. Richtig, habe ich jetzt auch gesehen. Stimmt, da wollte ich auch noch von reden, dass ich ihn erkannt habe. Spielt er nicht auch in Drive mit? Kann sein. Aha. Call Meany. Cooler Charakter. Also in der Chief. Ja, der Chief. Ja, okay, zurück zu Babylon. Genau. Wo es in einem Raumschiff Hinterwände gibt. Genau, das ist sozusagen Jeffreys-Röhren. Die Jeffreys-Röhren, genau. Hinter der sich dann Kelly versteckt und natürlich Dinge fallen lässt, damit sie auch gehört wird. Natürlich. Das ist wie in, das hat mich so ein bisschen an Matrix erinnert. Und dann hätte ich es cool gefunden, wenn die genau wie ein Agent einfach so durch die Wand greifen. Und sie würgen. Aber ja, ich meine, könnten die ja machen. Theoretisch. Ja, theoretisch. Schon, lohnen. Ja. Aber nein. Sie gucken sich alle nur verwirrt um. Und dann ist das Treffen vorbei. Und Tai sagt, ich habe keinen Bock mehr, eure widerlichen, traurigen Fressen zu sehen. Oder so ähnlich. Ja, aber er sagt ja auch noch hörbar für Kelly und also auch für den Zuschauer, kümmere dich lieber um deine Frau, aber wenn irgendwie was sagt er, bevor er die rauskriegt, dass, oder bevor deine Zylon-hassende Frau rauskriegt, dass du selber ein Zylon bist. Genau, damit auch Kelly, sonst wüsste sie ja gar nicht, dass sie gerade Zylonen beobachtet. Man muss ja auch was sagen, damit sie es. Genau. Dass ein Zylon sie geschwängert hat. Und sonst hatte auch dieses Treffen keinen Zweck, weil es ging ja wirklich nur darum, dass Kelly das auch mitkriegt. Also, wir haben jetzt nichts Neues erfahren irgendwie, was sie jetzt vorhaben oder keine Ahnung, warum sie sich jetzt getroffen haben. Eigentlich egal. Aber auch hier stimmt. Bemerkt Tori, dass sie offensichtlich belauscht worden sind, weil diese Blende vor der Wand weg ist, nachdem sie dann rausgeht. Ja, Kelly geht zurück ins Quartier, nimmt den Sohn. Oder nee. Geht ins Quartier und dann kommt erst der Chief. Genau. Und er ist so ein bisschen unscharf im Hintergrund. Man kann ihn kaum erkennen. Man sieht nur eben ihr abgewandtes Gesicht. Man kann ihn sehr schlecht verstehen. Er ist, wenn er eben sagt, es wird sich alles ändern, ab jetzt bin ich ein guter Ehemann und ein guter Vater. Und als Antwort darauf nimmt sie sich eben Schraubenschlüssel und hämmert ihm ordentlich gegen den Schädel. Einmal, zweimal, bis er nicht mehr aufsteht. Das ist die Revanche für das Kieferbrechen. Das ist ihr Zeichen, dass sie ihn liebt. So macht man das in der Familie. Ja, dann packt sie ja, ihr dann Kind. Dann nimmt sie ihre zwei wertvollsten Besitztümer, ihren Sohn und ihre Drogen und verlässt. Und vor allem den Schlüssel aus der Tasche vom Chief. Mhm. Und den Schlüssel, genau, den wichtigen Schlüssel, wo ich mich nachher gefragt habe, wie hätte das alles funktionieren sollen? Ohne den Schlüssel. Weil, ja, ohne den Schlüssel und anscheinend muss man den Schlüssel an zwei Stellen ins Schloss drehen und auf den grünen Knopf drücken, damit es überhaupt nach außen aufgeht. Denn sie läuft dann ja zu einer Luftschleuse, um sich und ihren Sohn in Sicherheit zu bringen, um das Schiff zu verlassen. Wo man halt merkt, sie ist gerade nicht mehr zurechnungsfähig, weil sie hätte ja auch zum Admiral gehen können. Das wäre meine Reaktion, denke ich, gewesen. Naja, ich kann ja nur wieder auf das verweisen, was wir vorhin gesagt haben. Diese Frau ist nicht ganz, ganz bei sich. Die ist das meine ich, ja. Extrem, ja. Ja. Also ich finde, das kann man jetzt nicht wirklich vorwerfen, dass sie eine, Nö, ich wollte es nur damit begründen, dass sie gerade eben nicht zurechnungsfähig ist. Sonst hätte sie ja eine logische Handlung vollführen können. Ja, und da kommt Tori dann zu ihr, überredet sie eben, sich nicht ihr Leben zu nehmen.
Weil eben sie den Jungen von ihr nimmt und ihr dann ordentlich eine pfeffert, dass sie durch die Luftschleuse fliegt, wo ich dann denke, auf einmal ist Tori ziemlich stark. Es ist wirklich so, wenn man weiß, dass man Zylon ist, entwickelt man neue Kräfte? Oder hat sie vorher einfach noch nie Backpfeifen verteilt in ihrem Leben? Also zum einen wahrscheinlich das. Und die hat doch auch zum Chief, als sie da in dieser Bar saßen und sich unterhalten haben, hat sie doch gemeint, so, naja, sie entdeckt irgendwie die ganze Zeit so neue Seiten und sie findet, vielleicht ist das alles gar nicht so furchtbar und sie probiert ja jetzt mal aus, wie das so, ob das nicht am Ende vielleicht doch ganz cool ist. Ja, man merkt ja auch, dass sie schon ein bisschen oder dem Ganzen nicht abgeneigt ist, wenn sie dann eben in dem Kontrollraum steht, wenn Kelly aufwacht, die grüne Lampe sieht, die noch in der Luftschleuse aktiviert war. Da hat vorher Kelly den Schlüssel reingesteckt, gedreht, dass die Sicherung von Rot auf Grün springt und dann macht Tori dasselbe in dem Kommandoraum und schwupps hat Kelly das Schiff verlassen. Ich finde auch die Symbolik völlig falsch. Das sollte rot sein, wenn es ja, ne? Wenn ja, es gefährlich das, ist. Das finde ich auch. Grün. Das finde ich auch. Und ich wundere mich bei solchen Dingern immer über Rot-Grün-Schwäche. Das stimmt. Also ja. Es ist ja immer. Das gibt es nicht mehr. Das ist schon lang ausgerottet. Dialyse? Mein Gott, diese Barbaren. Der Doktor hat mir eine Pille gegeben und ist eine neue Niere gewachsen. Ja, und dann ist Kelly tot. Man sieht noch, wie sie Prinzessin Leia-mäßig durch den Weltraum schwebt. Aber ohne Macht. Ich, dass die Prinzessin Leia ziemlich aufgedunsen ist, wie es auch wahrscheinlich ist, wenn man im Vakuum vor sich hintreibt. Hatten wir nicht letztens noch die Diskussion, dass das nicht passiert? Ben? Was? Nein, hatten wir nicht. Hatten wir, denke ich. Aber ich denke schon, dass das passiert. Also die platzen nicht die Augen raus oder so, aber bei niedrigerem Luftdruck oder Druck, Außendruck, wird es auf jeden Fall ein bisschen aufschwellen. Also bei Arnold Schwarzenegger sah das sehr wohl so aus, als würden ein. Das ist die realistischste Darstellung, die ich jemals gesehen habe. Und du machst lustige Geräusche dazu. Du pfeifst aus dem letzten Loch. Okay. Auf jeden Fall ist sie jetzt weg. Das war's mit Kelly, ja. Ja. Und ich glaube, da hat Adama die einzige Szene in der Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Denn dann sitzt er noch neben Tai. Da erinnert sich aber ganz schön falsch. Echt? Hat er noch mehr? Also ziemlich falsch. Was war denn der noch? Aber er sitzt neben dem Chief und nicht neben Tai. Ja, neben dem Chief meine ich doch. Aber das ist die einzige Szene, oder? Präsidentin. Was? Die einzige mit dem Chief. Ja, genau. Das wollte ich sagen. So, das wollte er sagen. Okay, du also ist es nicht so, als hätte die Folge fast damit angefangen, dass er der Präsidentin eine Geschichte vorliest. Also du hast recht, er setzt sich auch noch neben die Präsidentin. Das habe ich ja auch in der Zusammenfassung ganz verschwiegen. Aber wo du recht hast, er sitzt die ganze Folge noch. Ja. Das habe ich vergessen, ja. Es gibt ja diese Szene, wo die Präsidentin auf der Krankenstation liegt und ihre Behandlung Dialyse bekommt. Hat. Ja. Und dann liest er ihr. Ich glaube, sie hat keine Dialyse. Auf jeden Fall liest er ihr dann aus dem Buch vor, ungefragt. Und das findet sie sehr schön. Das ist ja schon fast ein fünfter Handlungsstrang. Naja. Naja. Ja, das war's mit Kelly. Ja. Das war's mit dem ersten deiner vier Sätze. Ja, das hat jetzt ziemlich lange gedauert. Kommen wir zu Bruder Kevin. Schneller. Ja, das geht doch ruckzuck. Der zweite Satz hieß, Bruder Kevin lenkt ein zum Schein. Genau. Oh, also wir leben ja da, damit fängt die Folge übrigens nämlich eigentlich an, nicht mit dem schreienden Kind, wie Bruder Kevin wieder zum Leben erweckt wird und dann der Beweis erbracht wird, dass sie ja natürlich recht hatte, dass hier Kevin und Boomer sich sehr gerne mögen. Und sie ja noch ein bisschen Zweifel äußert, weil sie sich gegen ihre Baugenossen. Ja, und dass das ja wohl gar nichts gebracht hat.
Und dann passiert da eben genau das, was du jetzt in deiner Zusammenfassung schon gesagt hast. Also Cavill trifft sich dann ja wieder mit den anderen. Also wer hier jetzt die aufständische Seite ist, ist ja Ansichtssache. Trifft sich wieder mit denen praktisch als Verhandlungsführer eben von deren Seite. Und wird dann leider, so wie er berichtet, von seinen Mitzylonen-Modellen überstimmt, was die ganzen Forderungen angeht, dass eben die, oh, ich weiß gar nicht mehr, was das im Einzel war, dass die Raider nicht mehr dumm gemacht werden sollen. Und sie wollen ja auch die Dreier wieder. Es waren so zwei, drei. Ah ja, genau. Das zum Beispiel. Gibt es ein großes Unboxing-Video auf YouTube? Bestimmt. Wow. Und sie wollen sich mit den Final Five eben wieder verbinden, was ja eigentlich gegen jedwede Regel der Zylonen steht. Ja, also so einige Punkte, die Cavill eigentlich gar nicht cool findet, aber wie er da dann eben sagt, die anderen haben mich leider alle überstimmt. Ja, man muss einmal nur ein paar Kugeln kriegen und schon ändert man seine Meinung. Ja. Ja, und da habe ich dann kurz geblinzelt und nicht genau mitbekommen, was sein anscheinender Plan war. Er hat dann irgendwie gesagt, wir müssen dann da und da hinfliegen. Ja, da wo die Dreien alle eingelagert sind. Ah, um die wieder zu unboxen. Ah, jetzt. Genau. Der Resurrection Hub. Da treffen wir uns alle, auch wir mit dem Resurrection Chip und so, und dann können wir das alles machen. Und als die Sechsen und Achten und ich weiß diese ganzen Nummern nicht, auf jeden Fall, als sie dann dahin fliegen, merken sie, dass irgendwie komischerweise das Wiederauferstehungsschiff den Weg dahin nicht gefunden hat und dass auf sie geschossen wird. Und Cavill sehr zufrieden mit sich ist. Sieht man ihn dann überhaupt nochmal? Ja, ich glaube, der redet nochmal kurz mit Boomer. Ah ja, stimmt. Das, und man genau sagt, wo er sich sagt so einen Satz im Sinne von so, ach ja, ist schon aber naja. Wir beten für ihre Seelen, irgendwie sowas. Und dann sagt sie, und wer betet für uns? Und dann sagt er, wir haben doch keine Seelen, wir sind Maschinen. Wir sind Maschinen. Dummes Kind. Du dummes Kind. Ja. Ja, das ist halt mal wieder ein sehr, also ich bin ein bisschen beeindruckt davon, wie pragmatisch Cavill einfach sein kann. wenn er irgendeine Geschichte schnell erledigt haben will, dann verfügt er, also dann kann er alle persönlichen Eitelkeiten komplett hinten anstellen und erledigt das einfach schnellstmöglich. Aber das funktioniert doch kein zweites Mal. Obwohl, das muss ja auch natürlich kein zweites nicht, weil Mal. Die sind ja jetzt alle schon tot. Ja, genau, ja. Stimmt. Also, ich hatte jetzt gerade gedacht, wenn die jetzt alle wiederkommen, also die können ja nicht wiederkommen, weil das Auferstehungsschiff ja nicht da ist. Das ist ja der Trick. Ja. Genau. Wobei, man muss ja sagen, so richtig vorbei, das wissen wir ja gar nicht, weil so eindeutig hört es ja gar nicht auf, finde ich. Stimmt, also man hat ja nur gesehen, dass man Schiffe sieht geschossen halt, wurden. Dass sie da genau. So schießen, ja. Genau. Das Feuer quasi beginnt, genau. Ja, genau. Was ich noch bemerkenswert fand, ist, dass dieser eine Centurio bewegt sich ja irgendwann erst, nachdem Boomer Bitte sagt. Ja. Und das fand ich auch lustig. Vor allem die Reaktion genau. Von Cavill darauf. ja, das magische Wort. Das genau. Wird euch noch leid tun. Also er denkt da oder hat das Gefühl, dass sie da jetzt die Büchse der Pandora geöffnet haben. Also dass quasi ihnen jetzt genau das Gleiche passieren könnte wie den Menschen. Ja. Ja, aber das war es dann tatsächlich für die Zylonenflotte. Ja. Und ich glaube, die Demetrius-Geschichte geht noch schneller. Genau, ja. Die hieß, auf der Demetrius ist es sehr, sehr heiß. Weil alle schwitzen. Und das kannst du, dann nämlich ja, aber das kannst du auch. Und weil sie Sex haben. Auch das. Genau. Ich wollte sagen. Das ist gespoilert. Entschuldigung. Aber ich bin so froh über diese Sätze. Also Tim, du bist ein Mastermind, wenn du dich anstrengst. Ich hätte nur die kurzen Sätze sagen sollen, dann wäre auch Phil zufriedengestellt gewesen.
Aber ich musste es ja dann versauen, indem ich noch die lange. That ties that bind ist bestimmt von irgendeinem, wer auch immer den Titel der Folge gemacht hat, der in seiner Beziehung unglücklich ist und er hat das einfach auf den Chief und hier Kelly bezogen. Er quillt die alte Luftschleusen, Mensch. So sieht es aus. Das sind ja, was sind denn Ties? Fesseln oder was? Die Fesseln, die binden oder was? So, die ja. Bänder. Also die Bindung. Bindung. Jetzt muss ich an Shia denken. An was? An Shia. Ach, an Shia. Ah, ja. Skibindung. Shia. Gut. Skibindung, genau. Ja. Okay. Das ist so ein bisschen, ich musste da so ein bisschen an Moby Dick denken, so von der Stimmung her. Mhm. So, Skyrim, sage ich jetzt schon. Starbuck meinte ich. Wie gut das ja, wobei ich es schon eigentlich alles halb so wild finde. Also, weil die Situation ist doch nur, die haben alle nicht so richtig Bock, aber. Nee, die haben sich alle freiwillig gemeldet. Ja, schon, aber das ist ja jetzt nicht Moby Dick im Sinne von, wir sind hier draußen mit dem Riesenmonster und wenn wir nicht umkehren, dann wird uns das alle umbringen, so, weil der Captain ist verrückt, sondern. Naja, eigentlich könnte man jetzt so langsam auch wieder zurück, weil die hat sie doch nicht mehr. Nee, habe ich so nicht verstanden, sondern die haben ein Problem, weil sie nicht wissen, was gespielt wird. Ja, genau. Die wissen. Alte hat sie ja nicht mehr alle. Genau. Aber die wollen wissen, wo sie, was der Plan ist. Und das ist, glaube ich. Ja, sie sind jetzt nicht in Gefahr, sondern die wissen einfach nur nicht, warum sie hier draußen sind. Ja, und sie kriegen halt immer wieder seltsame Befehle, ohne dass sie erklärt werden. Und das ist, glaube ich, weil sie als Soldaten sowas sind dann schlechte Soldaten. Sollten. Ja. Aber ich finde es schön, dass du auch an Moby Dick gedacht Denken hast. Denken wir einmal Moby Dick. Ich habe auch Moby Dick so ein bisschen gesehen. Aber ein bisschen. Das wären halt so, als würde Ismael mit Captain Ahab schlafen. Ja, genau. Nein, vor allem, weil ja Starbuck so. Ich garantiere dir, es gibt Fanfiction dazu, ja. Der passiert genau das. Das war doch bei Moby Dick dann auch so, dass man halt Ahab tagelang nicht gesehen hat und irgendwann hat man ihn dann übers Oberdeck laufen hören genau, mit seinem Holzbein. Und genauso war das ja diese Szene dann auch, wenn. Man wusste ja auch nicht, wo es genau hingeht. Genau. Und ja, nur irgendwann ist dann halt auch Starbuck übers Oberdeck gelaufen. Deswegen muss ich dann. Ja, und die Erde ist der weiße Wal. Dann genau. Hat Starbuck das Bein gekostet. So ungefähr. Wo war es der Arm bei Ahab? Es gab Okay, ja, der Arm war die hoch. Haben sich ja getroffen mit dem. Nee, es gab ja noch einen anderen Kapitän. Die haben dann ja ihre Knochen gekreuzt. Mhm. Und der andere war der mit dem Arm. Das muss ich nochmal lesen. Großartiges Buch. Ja, auf jeden Fall sind die jetzt irgendwie gerade mal 3 Wochen oder so unterwegs und fangen schon alle an, nervös zu werden. Ich meine, das kann ich mir auch irgendwo denken, weil es ja ihre komplette Routine, die sie ja jetzt haben, über den Haufen geschmissen hat. Und diese Routine ist ja das Einzige, was sie noch wirklich gehabt haben. Ja, aber ich denke, ja, die haben sich alle freiwillig gemeldet. Ja, aber die haben wahrscheinlich gedacht, dass sie direkt in Richtung Ziel fliegen sozusagen. Und nicht, dass die 3 Wochen lang nur rumgammeln und irgendwelche komischen Pornoheftchen lesen. Ja, wir wissen ja auch nicht, was der Admiral denen versprochen hat oder erzählt hat. Momentan sitzen sie ja wirklich nur rum und wissen nicht, was sie tun sollen. Die haben ja alle, also bis auf mal die Führungskrew oder die quasi die Kurse bestimmen, haben die ja alle nichts zu tun. Die gammeln da ja nur ab. Ja, das führt zu einer Meuterei, ich sag's euch. Auf der Bounty? Ja. Und dann schmeißen sie Captain Ahab von Bord. Ja, also dieser Jüngling, dessen Namen man nicht kennt und der da aber trotzdem schon eine Sprecherrolle hat, der macht's ja nicht mehr lange. Möglich. Trägt er ein rotes Shirt. Aber Starbuck kann sehr schön mit Spachteln malen. Naja, also sie, wie sagt man denn? Sie richtet auch eine ganz schöne Sauerei an. Das hat die Schauspielerin bestimmt wieder selbst gemacht, weil wir hatten das ja schon mal, diese ganzen Bilder in ihrem Apartment, die hatte auch die Schauspielerin vorher selbst gemalt. Wahrscheinlich hat sie mal davon geträumt, Malerin zu werden. Oder sie hatte immer so einen Traum, dass sie diesen roten Punkt mit diesem blauen Kreis malen muss. Vielleicht auch das. Dann ist das ja die perfekte Rolle. Ich fand das Bild schön.
Also das, was sie jetzt hier an die Decke gemalt hat. Ja. Und dann, ja, wird sie eben noch von... Haben sie unter diesem Bild Sex. Genau. Jo. Also letztendlich hat man jetzt hier erstmal überhaupt eingeführt, dass es diesen Frachter jetzt gibt und dass der jetzt unterwegs ist. Und man hat die Crew gezeigt, aber das hat ja Jan schon beim letzten Mal gespoilert. Entschuldigung. Man hat aber vorher nicht gewusst, wie heiß es an Bord ist. Das stimmt. Ja, letzter Punkt. Und Apollo verhält sich zum Fremdschämen. Gut, wäre das auch geklärt? Das sind ja mehrere. Erklär doch mal, wieso er sich zum Fremdschämen verhält. Ja, weil er so ein Emporkömmlingsverhalten da an den Tag legt. Ja, man könnte fast meinen, er hat keine Erfahrung in der Politik. Dann soll er die Fresse halten. Mit seinem ehrhaften geradeausding da. Die Fresse falsch an dich. Dann soll er die Schnauze halten und auf seinen Platz verweisen, wohin er gehört. Ja, also ich verstehe auch nicht, wie das sein kann, dass es da jetzt echt so sein soll. Der kommt dahin und der Erste, von dem er Ratschläge entgegennimmt, ist Tom Zarek. Ja, genau. Naja, dass das Tom Zarek jetzt macht, mit dem Hammer. Ist klar, oder? Dass Zarek das macht, ist klar. Ja. Aber dass Apollo da ist... Dass das nicht durchschaut. Naja, der wird schon nur das Beste für alle im Sinne haben. Vielen Dank für die Info. Ich mach das mal. Der hat bestimmt keine Hintergedanken. Ich meine, das war ja inhaltlich sogar richtig, das zu hinterfragen und das auf den Tisch zu bringen, aber natürlich... Ja, aber man muss sich doch... Also alles, was Tom Zarek dir sagt, macht er zu seinem eigenen Nutzen. Ja, und da lässt sich aber auch Apollo voll ausspielen, weil er vorher einen auf den Deckel kriegt von der Präsidentin. Weil er will ja da irgendwie, steht ja da auf und will groß was sagen, wegen dieser Pressekonferenz. Und da sagt sie ja, ich brauche keinen Emporkömmling, der für mich redet oder sowas. Keinen Junior, der für mich redet. Und dann will er ihr eine zurückgeben. Also, ich fand, das war jetzt so kein großer Apollo-Moment. Aber ja, das, genauso soll das ja sein. Also, genau das wollten sie ja da zeigen. Ja, genau. Wovon ich jetzt ein bisschen verwirrt war, war diese Executive Order, über die da reden. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich dachte zuerst, dass es da um diese geheimen Todestribunale ging nach Neu-Caprica. Ich glaube, es geht aber um eine Gerichtsreform. Aber es geht auch um eine, die noch gar nicht irgendwie in Kraft getreten ist. So habe ich es auch verstanden, ja. Naja, und also so redet sich Roslin ja zumindest raus. Dass so, ja, Entwurfsstadium und wir haben das schon mal ausprobiert. Das ist noch gar nicht Spruch. Ja, wir überarbeiten das gerade wieder, weil der Testlauf ging. Ja, nee, ich habe das auch so verstanden, dass sie da die Gerichtsbarkeit anpassen will. Aber diese geheimen Todestribunale waren doch von Roslin auch irgendwie abge... Eigentlich hatte das doch Zarek gemacht, als er Präsident war. Da hatte Roslin eigentlich nichts mit zu tun. Das macht es ja noch ein bisschen schöner, dass er gerade jetzt durchsticht. Ja. Das stimmt. Guter Mann. Also, kompetenter Mann. Zarek hat das gut gemacht. Übrigens, Zarek hat ja auch dann Order immer gerufen. Order. Ja, Order. Ja, stimmt, der hatte ja den. Ja. Order. Und niemand hat auf ihn gehört. Ja. Die sitzen ja auch so, also wie das Parlament in der kleinen Skala. Ja, zumindest haben sie einen Tisch. Aber er trägt nicht so schöne Krawatten. Das stimmt. Und sie müssen jetzt keine Pause machen. Warum? Ja, weil sie ja keine machen. Weil sie nicht von der Königin aufgelöst wurden. Wurden sie von der Königin aufgelöst? Großbritannien hat jetzt 2 Wochen Zwangspause. Okay, die Queen keinen Bock mehr gehabt. Ihr geht jetzt in die Herbstferien. Nö, das hat Boris Johnson ja veranlasst. Und angeblich hat er sie gelogen. Ja, ich glaube, die 2 Wochen sind eher 4 Wochen. Nö, die haben danach noch irgendwie 1 oder 2 Wochen bis... Bis 31. Oktober. Ja. Ja, das ist 4 Wochen, da hat er recht. Ja, dann haben sie wohl 4 Wochen Urlaub.
Also war halt so, so wenig Zeit, dass du dann nichts mehr richtig hinkriegst. Ich glaube, die Zeit reicht dann für die PMs noch, um ein Visa im anderen Land zu beantragen. Na gut, zurück zu Battlestar Galactica. Oh. Ja, einer besseren Timeline. Einer besseren Serie. Ja, aber das war es auch eigentlich. Das war schöner als unsere derzeitige. Ja, das war es aber auch eigentlich. Ja, zumindest haben wir den vierten Satz jetzt auch abgearbeitet. Man kann noch kurz auf die Pressekonferenz eingehen, aber ist eigentlich auch egal. Ja, passiert im Endeffekt das Gleiche wie bei der Sitzung auch. Man erfährt nichts. Ja. Ja. Ach doch, da ist doch auch Adama noch bei. Da sagt er nämlich noch, zu Gerüchten. Das ist eine Militär. Antworte ich nicht. Zu Gerüchten sagt nichts, genau. Ja. Genau. Was so ziemlich die lange Form von Fresse ist. Ja, das war's doch, oder? Das war's. Ist ja nicht so richtig viel passiert. Naja, ich fand das schon ziemlich viel mit den vier Handlungssträngen. Ach, ich fand, das konnte man in vier Sätzen gut abhandeln. Ja, fand ich auch. Ja. Wir haben sie ja auch nur noch irgendwie eine Stunde ein bisschen ausgebügelt. Ja, Details. Ja, dann kommen wir jetzt zur Bewertung. Der Ben fängt an, der hat sich beim letzten Mal beschwert, dass man nichts sagen kann, wenn man so spät drankommt. Echt? Mhm. Ich habe mir das aufgeschrieben. Dieser Trottel. Also grundsätzlich finde ich es schade, dass sie Kelly rausgenommen haben. Ich mochte den Charakter tatsächlich ganz gerne. Ich mochte den von Anfang an eigentlich. Aber die Folge an sich war eigentlich, fand ich, ziemlich interessant. Auch gerade die Sache auf dem Basisstern, die wir eigentlich relativ schnell abhandeln konnten, fand ich aber für die weitere Geschichte doch schon recht wichtig, weil so wie es aussieht, da wir jetzt nicht wissen, wie es weitergeht, scheint der Bürgerkrieg ja ein relativ schnelles Ende zu nehmen, sagen wir mal, was die Zylonen angeht, wenn die Kevils quasi ihren Willen durchdrücken. Ja, ich fand die Folge gut. Sie war kein Lückenfüller, die hat die Geschichte, fand ich, an einigen Stellen vorangebracht, an anderen Stellen so, ja, wie eben das Ende von Kelly, das ist halt passiert, aber das hat jetzt nicht wirklich was an der Geschichte geändert bisher. Ja, ich finde, die Folge hat eine 7 verdient. Mhm. Dann, wer ist denn da noch? Phil? Ja, Kellys Tod fand ich schade, aber interessant erzählt. Den Handlungsstrang der Zylonen, auch wenn es sehr knapp war, hat mich sehr gefesselt, fand ich gut. Eigentlich fand ich dieser Folge alles gut, bis auf die Starbuck Geschichte da auf der Demetrius. Das fand ich jetzt nicht furchtbar schlimm, aber da steht doch so ein Fragezeichen bei mir dran, was das, ob das jetzt nötig war, irgendwie diese Szenen da mit reinzunehmen. Das kommt drauf an, wie das irgendwann in der Zukunft vielleicht aufgelöst wird oder nicht. Ja, wie gesagt, ansonsten fand ich echt alles gut. Ich weiß nicht mehr, was ich schon gesagt habe. Zylonen war gut, sowohl auf dem Basisstern als auch auf der Galactica. Diesen Einstieg von Apollo in die Politik, auch wenn es ein totales Desaster ist, finde ich gut. Finde ich gut anzuschauen. Ich freue mich sehr, dass es endlich mal wieder was von Zarek zu sehen gibt. Der war jetzt irgendwie viel zu lange, viel zu wenig dabei, irgendwelche Intrigen zu spinnen. Also ich fand das eine sehr, sehr starke Folge und gebe dafür 8 Punkte. Okay, Jan. Nice. Da werden manche Sachen anfangen, wie des jungen Adamas Karriere als Politiker, die eigentlich dann auch schnell wieder aufhört. Enden andere Dinge, wie Kellys Leben und das so einiger Zylonen. Und bei Kelly sowie den Zylonen bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das finde. Also bei Kelly finde ich es sehr schade. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das ein
halt dem Charakter angemessenen Tod und Abgang finde. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass es nicht so wie es erst angeteasert wird, dass sie sich und ihr Kind umbringt. Das hätte ich, das hätte ich da ziemlich, also das hätte mich geärgert, wenn sie die so aus der, der Serie rausgenommen hätte. Weil ich nicht, weil die in meinen Augen ihr Kind nicht umbringt, nur weil sie gerade einen Zusammenbruch hat. Ich dachte wegen des Kindes, weil das Kind ist für mich so, das ist halt nur ein Gegenstand. Das ist ja nur ein Handlungsgegenstand und kein Charakter. Ja, klar, für mich schon, aber für die Mutter ja eher nicht. Und also das hätte ich, ja, das hätte ich komisch gefunden, wenn das tatsächlich so passiert wäre. Ja. Nur so, also wird dem Charakter auf jeden Fall gerechtert, wenn sie es nicht mit umbringt, und wer weiß, ob sie es am Ende überhaupt, sie hat sich ja von Tori überreden lassen und dass sie dem Chief ja vorher noch ordentlich eine reingezimmert hat. Genau. Das ist noch so ein Kelly-Charakterzug. Von daher, ich finde es sehr schade. Ich weiß nicht nach wie vor, aber nicht, ob ich es gut finde, wie. Die Zylonen-Sache finde ich sehr spannend jetzt, eben weil man nicht weiß, leben die noch, sind die tot, weil das ist ja die Six, mit der alles angefangen hat. Hm. Und ehrlich gesagt, dieses ganze Politik-Ding mit dem Adama ist mir scheißegal. Das und ich finde auch, dass auf dem Kläranlagenschiff, das hätte man ein bisschen anders einführen können, so ein bisschen. Ich fand das ziemlich, ja, man hatte nicht so den Zugang plötzlich. Also plötzlich alle verschwitzt und alle schlecht gelaunt und man wusste jetzt nicht genau, warum, was ist denn eigentlich alles passiert, sondern man sagt einfach, ja, es ist nichts Tolles passiert. Es ist alles nichts passiert. Und deswegen gebe ich da 6 oder 7 Punkte, ich glaube 7. Mhm. Ja. Um dann jetzt noch anzuknüpfen, direkt an das Kläranlagenschiff, da habe ich auch erst gedacht, habe ich da jetzt ein paar Folgen verpasst? Weil, warum ist die Situation da jetzt so, wie sie ist? War erst bei mir auch nicht so ganz nachvollziehbar. Für mich hat die Folge vor allem dadurch gut funktioniert, dass sie gleich so 2 Wow-Effekte am Ende hatte. Zum einen rechnet man ja nicht unbedingt damit, dass Kelly, nachdem sie jetzt schon gerettet scheint, dann direkt nochmal einen draufkriegt und dann tatsächlich in den Weltraum geschleust wird. Und zum anderen, dieser Plan von Cavill war ja dann ganz am Ende kurz danach auch nochmal so ein Breaking Turning Point, so heißt es, glaube ich. Hätte man sich jetzt schon dran denken, überlegen können, dass Cavill ja so ist, so hinterhältig, aber war dann für mich doch überraschend, dass das dann noch passiert. Also ich wusste das nicht mehr, dass er da das so umdreht. Und ich dachte, jetzt, da gibt der Link jetzt wirklich ein erstmal. Ja, Apollo hat mich halt geärgert, weil ich fand das wirklich so zum Fremdschämen. Aber letztendlich ist die Szene ja genauso gewollt, um das zu zeigen, dass er da jetzt voll auf Sarek reinfällt und auf seine Eitelkeiten reinfällt und sich eigentlich so ein bisschen zum Affen macht. Aber andererseits auch trotzdem dieses Ding von der Präsidentin aufdeckt. Ja, ich schwanke zwischen 7 und 8. Ich glaube, ich gebe 7. Also, ich, ja, oder 8? Nee, ich gebe 7. Ich fand sie nicht 8-mäßig. Aber ich fand sie schon gut. Also bleibe ich bei 7. Man versteht total, was du damit meinst, wenn du das sagst. Ich kann es nicht besser sagen. Ich habe ja schon die Zusammenfassung. Mäßig. Gut, dann letzte Worte. Ich. Du. Scheiße. Gut, sehr gut. Phil. Nein, ich bin noch gar nicht fertig. Ach so. Rausgeblasen, nicht rausgesaugt. Sehr gut. Schönes Star Trek-Zitat. Phil.
Enterprise 1701D. Ah, auch schönes Star Trek Zitat. Jan. Order. Over. Dann sage ich, nicht achtmäßig. Kelly over. Kelly over. Ja. Kelly over, ja. And out. Und damit. Derek order, Kelly over. Oh, damit vielleicht beim nächsten Mal dann auch wieder mit Mario. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ohne Kelly. Ohne Kelly. Ciao, ciao. Tschüss. Kaum ist der Mario nicht dabei, sagt keiner, wie viele Leute in der Flotte überhaupt noch leben. Verdammt, und ich habe noch was vergessen zu sagen, dass das Intro anders ist als früher. Ah. Ja, das kann ich natürlich nicht wissen, weil ich nur den Text gelesen habe. Die nächste Folge ist wieder eine James Kelly. Edward Olmos, so. Wie heißt der? Adama. James Olmos. Echt? Directed Folge auf jeden Fall. In dieser Folge werde ich stehen. Und hinter der Kamera sein. Donnerwetter. Bei der letzten, an die ich mich erinnere, die vom James Olmos war, wurde Helen eingeführt. Ellen. Ich weiß nicht mehr. Schon so lange vergiftet. Ellen. Ellen. Steve. Mal gucken, ob das überhaupt. Keiner von euch? Nein. Nee, aber erzähl, erleuchte uns. Sind toll, wenn du weitermachst. Warte, BBC Speaking Animals, das ist auch vorbei. Tatsächlich, seine letzte Folge war nicht Ellen. Sondern seine letzte Folge war Zuckerbrot und Peitsche. Taking a break from all your worries. Aber, ach, das kenne ich, ja, tatsächlich. Im Schleck. Ach ja, das kenne ich auch. Das gibt's doch auch irgendwie mit Ziegen, oder? Die immer so schreien. Schreiende Ziegen. Ja, aber das ist, glaube ich, was anderes. Das ist ja wirklich von der BBC eine produzierte Serie. Ach so. Das gab's auch früher mal auf Sat 1. Das hieß da Affengeil. Daran erinnere ich mich noch. Ich hatte nämlich damals Asterix der Gallier auf Videokassette aufgenommen. Da kamen noch diese Sat-1-Bälle runtergefallen, weißt du, wenn der Übergang zur Werbung kam. Mhm. Und danach kamen nämlich Affengeil. Und ich habe über Jahre dieselbe Folge von Affengeil geguckt, nachdem ich Asterix der Gallier gesehen habe. Und ich glaube, danach kam die Wochenschau. Großartige Videokassette. Ich bin traurig, dass ich sie nicht mehr habe. Aber dann kennt ihr auch bestimmt auch nicht Nighttime, Daytime, oder? Nee, sagt mir nichts. Daytime, oder? Are you cool? No. Ist das nicht schön bescheuert? Ist das ein Geier? Nee, ist kein Geier. Ich dachte, weil die manchmal ja auch die Flügel so komisch machen. Achso, nee, ich glaube nicht. Nein, das kannte ich noch nicht. Es gibt da. Hier, kannst dich satt sehen. Ja, das glaube ich sofort, dass es Stunden um Stunden Unterhaltung gibt. Ich war gestern echt verwundert, als sie sich plötzlich geküsst haben. Wer hat sich denn geküsst? Dachte ich. Hast du die Folge gesehen, Tim? Hast du die Folge nicht gesehen? Doch. Ach so, Kevin allein zu Hause. Ja, Kevin allein zu Hause. Das und letzte Boomer. Mal wurde ich ja nahezu gemobbt hier. Ja, ich habe auch schon gesagt, wahrscheinlich hat der Jan bestimmt schon wieder vorgelesen oder sowas. Haben wir den Mario? Nein, ich habe einfach die zwischenrobotischen Schwingungen gespürt. Das kann ich ja nicht mal bei Menschen gut. Dann kannst du nicht von mir verlangen, dass das bei Zylonen funktioniert. Ich bin ein Digital Native. Ich glaube ja, Dean Stockwell hat das extra reinschreiben lassen. Das war seine Voraussetzung, das hätte er nicht mehr mitgeschrieben. Ich glaube, du bist gar kein Digital. Ich will die Asiatin küssen. Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Du bist, glaube ich, kein Digital Native.
Nein, 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 nein. Ich bin noch nicht mal ein Millennial, glaube ich, nach der Definition. Doch, doch, das schon. Doch, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Echt? Ist das so? Ich dachte, Leute, die vor 1990 geboren sind, sind keine. Wird das, eine Person nein, der Gesellschaft Generation betrachtet? Millennials sind Erwachsene. Die in der digitalen Welt aufgewachsen ist. Naja, das bist du ja schon, ah, okay. Aber... Ja. Bisschen, ja. Naja, hauptsächlich, denke ich. Ich denke nicht, dass ich nicht eine große nur. Wandlung in den ersten 16, 17 Jahren meines Lebens durchgemacht habe. Also zumindest als ich noch klein war und auch selbst schon Computer hatte, da war das Thema Computer in Fernsehsendungen noch kein Thema. Nee, da war es ja noch so. Aber das die nächstgrößere Festplatte wird nur in ein ganz großes Haus reinpassen. Bei A-Team gab es noch nie einen Computer, oder? bei Magnum gab es eine Folge mal mit Computer. Da gab es jemanden, der hat Computer. Aber bei Knight Rider hat doch alles bei Knight Rider gab es immer Knight Computer. Knight Rider war auch ein bisschen auch. Später. Bei Baywatch, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wikipedia sagt, Millennials sind die von 81 bis 96 geboren. Ja! Yay, ich bin ein Millennial. Ich bin kein Millennial. Tim nicht mehr. Richtig. Was bist du denn? Generation X? Ja, Tim ist ja 74 geboren, deswegen fällt er da nicht mehr rein. Ich bin quasi... Echt mal? Quatsch. Okay. ich wollte dir schon ein Kompliment machen. Millennials ganz knapp verpasst. Du bist 1997. Okay, ja, genau. Ja, wenn es 81 bis 96 ist. Genau. Dann wäre ich ein Digital Native. 1997 hat Jan-Ulrich die Tour de France gewonnen. Quäl dich, du Sau. Aber er hat doch gedopt. Da muss er sich ja nicht quälen. Vielleicht ist er natürlich einfach ungefähr so gut wie wir und dann ist das gedopt halt immer noch ziemlich anstrengend. Ach so, ja, das kann sein. Ich habe damals gelesen, er hat ein Herz so groß wie das eines Pferdes, aber ich weiß nicht, ob das... Ein sehr ich das kleines nicht nur... Pferd. Ein Zwergpony. Ein Bonsai-Pony. Oder war es so? Ich weiß nicht mehr. Also bei Digital Native steht hier nur Geschwalle. Da steht kein konkretes Jahr. Ja, das ist ja auch nur Geschwalle. Dieses ganze Wort ist ja nur Geschwalle. John Palfrey und Urs Gasser ziehen mit 1980 als ältesten Geburtsjahrgang von Digital Natives in ihrem 2008 erschienenen Buch eine deutliche Grenze. Also die sind alle Digital Natives. Okay, wenn zwei Personen eine Grenze ziehen, ist es... Ich wollte gerade sagen, hä? Dann ist die Sache ja klar. Das ist auch so, wenn eine Kolonialmacht eine Grenze zieht, dann gilt sie. Egal, wer da wohnt. Das Blöde ist, dass Natives ja meistens irgendwann ausgerottet werden. Ja, und zwar in diesem Fall von Digitals. Nein, von den Babyboomern, die einfach die Erde abbrennen. So, ja, so werden nämlich die Digital Natives ausgerottet. Aber waren die Babyboomer nicht früher? Ja, klar, aber die brennen ja auch noch schön ab. Ach, die brennen noch. Das sind ja, keine Ahnung, die brennen noch, genau. Jahrgänge 2, irgendwie 1950 bis 1970 oder sowas, ganz grob. Nach dem Krieg. Oh. Nach dem Krieg mit der Wirtschaftswunder. Ja. Ja, hier steht zeitliche Einordnung. Die sich über uns aufregen. Die Boomer bis 65. Boomer. Die Generation X bis 1980 und die Generation Y oder Millennials ab 1980. Wieso? Generation Y klingt so noch erniedrigender als Millennial. Ja, warum gibt's halt der nächste Buchstabe nach dem X war. Das ist tatsächlich die offizielle Begründung. Ja, das ist ja aber warum überhaupt stimmt, X? Danach kommt ja auch noch Z. Ja. Genau, Z kommt danach, genau. Und dann? Dann hört der Wikipedia-Artikel auf. Dann gibt es keine Generation mehr, weil dann die Menschheit zusammenbricht. Die waren dann so haben die immer alles abgebrannt. Dann braucht man keine Generation mehr. Das waren alles Zeitreisende. Bei Excel gibt es dann AA. Oder apropos A1. Excel, hat es einer von euch Nein. ausprobiert? Okay. Kann man das kostenlos runterladen? Excel habe ich schon mal ausprobiert. Das kann man. Ja, das habe ich auch. Also du brauchst halt Excel. Ja, das habe ich ja. Ich habe es halt nicht kapiert. Oh, ich habe jetzt von der Uni in Aachen eine Mail gekriegt, dass meine Office-Lizenz ausläuft. Ich habe ja so eine Uni-Studierende-Lizenz, weil ich ja jetzt ausgebildeter Mensch bin. Dann bist halt du kein Studierender. Zahlen sie halt nicht mehr für mein Office.
Das ist ja eine Frechheit. Das ist eine totale Frechheit. Ich habe immerhin nichts für deren Ausbildung bezahlt. Also du hast doch meine. Einen Mac, dann kannst du doch Numbers und wie heißt das andere benutzen? Ja, auf der Arbeit, aber privat ja nicht. Ach so. Ja, obwohl ich privat denke, dass ich vielleicht mir ein MacBook anschaffe. Das ist sehr klug, dann steigen die Aktien. Wenn Jan Niederau ein MacBook anschafft. Ja, alles hilft. Dafür wird ein Blogbeitrag geschrieben werden. Aber es geht mir momentan so auf die Eier auf der Arbeit. Aber ich dachte, du hast da ein MacBook. Nee, ich habe da so einen kleinen Mac Mini. Aber warum geht es dir auf die Eier und dann willst du dir eins kaufen, privat? Oder was? Dann spürt er keinen Unterschied mehr. An sich dann ist es einfach ganz normal. Ach so. Ganz okay, aber was mir auf die Eier geht, ist, dass es an der Uni alles netzwerkbasiert ist, die ganzen Accounts. Ach so. Und das geht mir auf die Eier. Und das liegt, glaube ich, weniger an Mac an sich, sondern an dem, wie irgendwie das Netzwerk da implementiert ist, zusammen mit dem Mac. Da bin ich immer noch ganz stolz, dass ich per Ferndiagnose draufgekommen war, woran dein Problem lag. Als dein Account kaputt war. Ja, schön. Das war großartig. Ja, ich bin klopfe mir auch immer noch auf die Schulter. Du bist halt auch. Ich habe heute auch das Softwareproblem meines Kollegen per Ferndiagnose behoben. Was hast du gesagt? Und ein und wieder mach das Programm zu und mach's nochmal auf. Ja, natürlich. Ich aber lustigerweise nicht, warum Leute das nicht einfach erstmal ausprobieren können, bevor sie andere Leute belästigen. Sie glauben aber an Qualität. Das ist auch genau das, was bei dem Mac bei mir auf der Arbeit als einziges hilft. Da kommt immer, wenn ich ein neues Terminal aufmachen will, Login inkorrekt und dann kannst du nichts mehr machen. Dann funktioniert der Finder irgendwann nicht mehr, du kannst kein Programm mehr aufmachen. Warum und sagst muss man du das ausloggen nicht mit deinem und Support? Wieder einloggen. Unser Support ist, unser IT-Beauftragter ist unsere Sekretärin und die ist noch für alles andere verantwortlich und die ist gerade erstmal in Urlaub. Okay, dann ist ja klar, warum das so läuft. Naja, es läuft so, weil, ja, eigentlich doch, es ist genau deswegen so klar, weil mein Chef zu geizig ist, jemanden die Aufgaben zu übertragen, der damit dafür auskennt. Auch ja, sie hat jetzt auch jede Menge Fortbildung gemacht, aber wenn du halt noch für die ganze Institutskostenverwaltung, alle Mitarbeiter und so weiter zuständig bist und dann auch noch alle Computer verwalten sollst, dein Tag hat halt auch noch 24 Stunden. Wäre auch absurd, dafür dann noch irgendeine zweite Person mit der Kompetenz zu machen. Ja, vor allem an der ETH. Ja, ja. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass eine Sekretärin die IT macht. Ich habe es vorher auch noch. Ja, in den 60ern. Auch die IT. Ja, aber dir traue ich das zu. Aber ihr seid ja auch ein kleines Unternehmen, oder? Ja. Mit, keine Ahnung, 10 Mitarbeitern oder so. Ja, weniger. Ja. Dann ist das ja auch klar. Aber ich glaube, so ein Institut, oder hat das auch keine Mitarbeiter, außer dir, deinem Chef? Das ist ein bisschen überraschend, ja. 25 oder ja, so. Okay. Und alle haben halt ihre eigenen Bedürfnisse, weil Programmierer dabei sind, Ingenieure dabei sind, die wollen alle unterschiedliche Software haben und so weiter und so fort. Mein Bedürfnis ist Schlaf. Das ist ein Grundbedürfnis. Gutes Grundbedürfnis. Du kennst ja die Bedürfnispyramide. Ganz unten ist Akku und dann oben drüber WLAN und dann kommt irgendwann Schlaf. Bist du auch so einer, wenn du ins Hotelzimmer eincheckst, dass du direkt das WLAN verbindest? Nicht mehr so oft, weil ich ja inzwischen ganz gutes 4G-Rate habe. Bekommst du jetzt auch einen 5G-Vertrag von der Arbeit? Das kommt drauf an, wenn Vodafone das umstellt. Also nicht jetzt, also bestimmt nicht so schnell. Ich habe letztens gelesen, dass die momentan teuerste und größte Datenvolumen, was die Telekom anbietet, mit 5G innerhalb von 20 Sekunden aufgebraucht wäre. Ja, aber das war ja mit 4G auch schon so. Also nicht das teuerste, aber die damals gängigen. Erstens habe ich gar kein Telefon, was 5G kann und zweitens bin ich ganz ehrlich, wäre es mir viel lieber, ich hätte überall 4G.
Ja, ja. Genau. Ja. Ja. Bevor man da, wo jetzt 4G, 5G ist, sollte erstmal überall vernünftiges Netz sein. Vor allem sagt ihr da, wir wollen ja, dass die Industrie 5G nutzt. Ich kenne viele Industrien, die nutzen noch nicht mal 4G. Und überhaupt, wofür brauchst du denn so schnelles mobiles Netz? Naja, da werden sich schon Anwendungsfälle finden, aber trotzdem würde ich lieber erstmal. Ja, auf jeden Fall, aber ich denke doch, sensible, hochkrasse Sachen, die werden doch eher über Leitung ausgetauscht. Oder auch wenn du da Ferndiagnose machst, die keine große Latenz haben. Also ich habe zum Beispiel ein paar Architekten, die wären heilfroh über schnelles mobiles Netz, weil die haben ganz schön große Datenmengen immer. Und die würden die auch gerne, wenn die irgendwo unterwegs sind, einfach ran können. Wenn sie ihre Skizzen und so weiter verschicken. Ja, genau. Ja, ich hab's gefunden. Du hast 5G gefunden? Nee, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ach Gott, für Digital Natives. Ach so, nee. Aha. Ich bin ja die richtige. Das ist die richtige. Ach so. Das können wir jetzt in Sendung packen, gehört ja zur Sendung. Da ist sie. Steht da auch irgendwas von 5G drin? Nein. Schlaf kommt gar nicht vor. Wer hat denn die gemacht? Maslow heißt der. Ich glaube nicht, dass er die gemacht hat. Sechs ist dabei. Da sechs. Und was mit Mario? Mario ist nicht dabei, der kann ja nicht. Ich habe Russian Doll geguckt. War gut. Und? Ja. War gut. Ja. Weil die Schauspielerin gut war. Mhm. Oh, du hast ihn ja gar nicht bewertet. Hat die Puppe geschauspielert? Ja. Ich bewerte keine Serien auf Letterboxd. Ach, eine Serie. Ja, das ist mir auch zu anstrengend. Kann man eigentlich Serien bewerten? Manche. Ja. Nicht alle. Kannst du. Episodenweise. Och Gott. Ich würde jetzt mal behaupten, dass Russian Doll da nicht drin ist, oder? So, das glaube ich schon. So. Also das behaupte ich jetzt einfach, weil bisher war noch jede Serie drin, die ich gesucht. Und die erste Folge hieß gar nicht Matroschka, die heißt auf Deutsch Matroschka. Ah. Kommt der Deutsche nicht damit zurecht mit der Serie? Nee, ich finde es, find den deutschen Titel viel besser. Sag ich ja. Ach so. Ich bin mittlerweile sehr gespannt auf den Joker-Film. Ich auch. Oh ja. Das klingt alles viel zu gut, als dass ich das glauben könnte. Ja. Kann das sein, dass der Schauspieler total abgenommen hat? Ich glaube, das liegt daran, dass er in diesem Film so aussehen soll. Ach so. Weil der hat das doch der damals bei Gladiator den Imperator gespielt hat, gell? Genau. Ja, genau. Der hatte doch so ein dickes Gesicht. Ja, es gab einen Bericht, der hat gesagt, dass er 26 Kilo abgenommen hat für den Film. Wo die Leute schon bei hier The Mechanist für, wie heißt noch, Christian Bale gesagt haben, das ist doch krank. Aber da, ist eigentlich ebenso krank. Ich glaube, Tom Hanks hatte doch für diesen Film Castaway auch so viel zu und wieder abgenommen. Weil er am Anfang ziemlich dick war oder sein sollte und dann ziemlich dünn. Also Russian Doll gibt's, aber als Film. Vielleicht musst du dann wissen, wie die einzelnen Episoden heißen. Nicht Matroschka. Das Ergebnis kommt vielleicht ein Ergebnis. Redest du wirklich? Aber ist ja auch egal, man lockt da auch keine Serien, das ist ja Quatsch. Nein, ich werde nicht einzelne Folgen, das machen wir ja hier schon. Ich glaube, du verwechselst das auch mit IMDb. Nein. Love, Sex und Tickle Robots. Ja, aber da war ich mir nicht, ist das eine Serie oder sind das Kurzfilme? Das könnte man auch als Kurzfilm definieren. Aber ich gucke jetzt mal hier The Ties That Blind, das ist die heutige Folge, finde ich bestimmt nicht. Doch. Ein Film von 1985. okay. Schade. Ja, okay, dann habe ich vielleicht nur diesen Eindruck, weil mir da Serien im Gedächtnis geblieben sind, die nicht als Serien zählen, aus Gründen. Ja, aber manche Serien sind da schon drin. Das stimmt schon. Ja, das stimmt. Ich habe momentan da so einen riesigen Influx an Leuten, die mir followen. Ich habe keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich, weil ich bei irgendeinem mal zum Review einen Comment geschrieben habe.
Vielleicht. Ich habe mir jetzt, waren jetzt in Once Upon a Time in Hollywood, hat mir sehr gut gefallen. Der ja. Habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber ich habe nur kann Gutes ich nur gehört. Empfehlen. Nee, ich habe, eigentlich habe ich 50-50 gehört. Ja, es wäre zum Beispiel wieder ein Film, den Mario nicht so mögen würde, weil er ihm zu langsam wäre. Mhm. Der ist auch langsam, aber ich habe damit nicht so ein Problem. Ja, ich will den auch noch gucken, glaube ich. Aber eigentlich will ich auch nicht ins Kino gehen. Ich gehe auf jeden Fall nicht in der Schweiz ins Kino. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, dass da in der Mitte immer Werbung kommt. So links ein Teil vom Film, rechts ein Teil vom Film und in der Mitte immer Werbung. Wie bei RTL im Formel 1. Genau. Wenn plötzlich das Bild so klein wird und kommt Werbung. Und der Ton geht aus. Spannend, nicht wahr? Holen Sie sich doch auch jetzt ein Bier. Leonardo DiCaprio sieht durstig aus. Vielleicht sollte er ein kühles Blondes trinken. Übrigens, das gibt es auch hier im Kino. Surprise, surprise. Und dann geht während des Films einer rum. Eis, Eis. Und das Licht geht an. Oh Gott. Bring die nicht auf dumme Gedanken. Es gibt aber auch echt Leute, die mögen das. Das Geile war, in dem Kino, wo wir waren, da hatte ich zum ersten Mal so ein Flugzeugerlebnis, was man halt als 1,90 großer Mensch hat, dass du eben mit den Knien an die Reihe vorher kommst. Und das ist mir im Kino vorher noch nie passiert. Mhm. Ich hatte so Beinschmerzen nach dem Film. Das hatte ich ja schon öfter im Kino. Beinschmerzen, Knieschmerzen. Aber ja, aber du bist halt alt. Ach so. Okay. Wie fandest du eigentlich es? Ja, gut. Ich habe das ja letzten Dienstag geguckt, weil als du mich darauf hingewiesen hattest. Ich glaube, Ben hat es auch inzwischen geguckt. Ich habe den am Sonntag, glaube ich, ja. geguckt, ja. Wie fandest du den? Ich fand den auch gut. Ja. Ich fand den toll. Den alten oder den neuen? Den neuen. Also den ersten ja. neuen. Wir haben doch sogar noch gechattet, ja, als ich angefangen habe, den zu gucken. Ist der zweite überhaupt schon im Kino? Ja, ich glaube, seit dieser Woche. Ja, der läuft der gerade. Ist jetzt gerade ins Kino ja. gekommen, ja. Ich fand den alten viel mehr subtil. Also der hier hat schon... Ah, das war ja schon ein ganz schönes Monster einfach. Ja, also mit dem Clown also habe ich so tatsächlich Alien-mäßig. Gar keine Probleme. Ja, genau. Ich hatte ja am Anfang gedacht, der ist mir zu monsterhaft, aber ich glaube... Ja, aber Steve Buscemi macht das ganz gut. Steve Buscemi macht das super. Ich habe auch gelernt, dass er, die dass haben er das CGI selbst... CGI verjüngt, oder? Nee, ich habe ja. hab gelernt, dass er das selbst macht, diesen Mund so spitz macht, die Lippe so spitz nach unten zu klappen. Das ist nicht nachgebaut. Das macht der kann ja. Der muss einen komischen Körper haben. Ja, der kann auch die das... Die Augen in ja, zwei ja. verschiedene die Augen, Richtungen. Ja, genau. Ja, das fand ich auch immer krass. Ich dachte erst am Anfang, in der ersten Szene, wo das passiert, das wäre irgendwie ein Fehler mit den Kontaktlinsen gewesen. Ja. Aber dann ist es ja immer wieder passiert und dann dachte ich mir, ah. Da gibt es so einen schönen Ausschnitt vom Interview, wo ein Schauspieler eben für den zweiten Teil erzählt, dass er ihn gefragt hat, wurde das eigentlich nachbearbeitet im ersten Film? Und wie heißt denn der Pennywise-Schauspieler noch? Pennywise. Steve Buscemi. Ja. Genau. Buscemi, genau. Der hat dann Bill gesagt, ach, du meinst, Skarsgård, oder? Ja. Genau. Das ist du der Sohn von dem so anderen Skarsgård. Und hat das eben, korrekt. Hat das eben vor ihm gemacht im Clown-Kostüm und der Typ ist ausgeflippt und weggelaufen. Boah, nee. Oh mein, das aber ich fand auch, also wirklich, ja. auch die Kinder, ich fand auch die Kinderschauspieler gut, muss ich sagen. Skarsgård. Der alte Skarsgård spielt ja den Politiker bei Tschernobyl, gell? Ich habe Tschernobyl nicht gesehen. Ah, das muss ich auch noch gucken. Der spielt auch den Wissenschaftler in den Torfilmen, diesen norwegischen Wissenschaftler. Das habe ich gesehen. Und ich glaube, der spielt auch bei Jagd auf Rote Oktober mit. Ja. Daher kenne ich ihn. In ach ja, Sendung, der stimmt, ne? Der ist der Kommandant von dem U-Boot, das sie verfolgt. Genau, Captain Tupolev. Versenkt wird. Ja, genau, Tupolev. Das war alles nicht ganz. Gerade jetzt entfernt Captain Tupolev die Sicherheitsvorkehrungen an seinen Torpedos. Er macht bestimmt nicht zweimal den gleichen Fehler.
Dafür macht ihr lauter neue. Ich finde das sehr sympathisch, dass du das so auswendig kannst. Ja, das ist ein Film, den kann ich auswendig. Dass wir so spätere oder andere Leute Star Wars Zitate auswendig kennen, aber das kann ja fast jeder. Was, wer kann das denn? Aber Jagd auf Roter Oktober? Was wollte ich denn noch sagen? Achso, wir waren noch bei S. Ich fand ja die ganze Kindergeschichte ein bisschen überhastet. Also das hat mir im alten Film besser gefallen. Weil da lag der Fokus mehr auf dieser Sommerfreundschaft-Geschichte. Das war hier alles sehr überhastet, weil es mehr auf Action halt gemacht war. Willkommen in den neuen Film. Ja. Das meinte ich so mit, das war nicht sehr subtil. Also der frühere Horror, der ist auch so ein bisschen entstanden durch, wie sie dann rausgefunden haben, dass es in Derry schon immer solche Sachen gab und sowas. Und das hier wurde so ganz kurz mal nebenbei so. Ja, ja, in der Bibliothek. Genau. Das fand ich auch ein bisschen doof, dass das so schnell war. Ja, wobei es weiß halt eigentlich auch schon. Also klar. Ja, gut, halt da hätte ich noch ganz weglassen können mit dem. Ja, nee, aber das ist ja okay, wenn du mit einbeziehst, dass mittlerweile einfach viel mehr Leute die Geschichte schon kennen. Ja. Und deshalb auf manche Dinge. Aber gerade wegen dieser Geschichte fand ich den Film ja gut. Also, wie gesagt, ich finde ihn trotzdem noch gut. Aber sind halt. Ja, wir wissen ja auch noch nicht, also wir wissen natürlich schon, aber wir wissen jetzt theoretisch nicht, was noch im zweiten Film kommt. Weil auch diese Geschichte mit dieser Osterexplosion, du weißt ja jetzt, wenn du nur den ersten Film gesehen hast, überhaupt gar nicht, wie das mit dem Clown zusammenhängt. Oder was dieser abgetrennte Kopf von dem Jungen in dem Baum zu sagen hat oder was auch immer da. Hat auch, glaube ich, nichts zu sagen, oder? Das war einfach nur, der ist durch die Explosion dahin geschleudert worden und hing dann da, dachte ich. Ja, aber du weißt quasi nicht, was dieser Clown mit diesen ganzen Geschichten aus den Zeitungen zu tun hat. Ja, oder gut, also das halt kann ich mir jetzt schon denken, Jahre passiert. Ja, ja. Dass er halt einfach immer da war, wenn irgendwas Schreckliches passiert ist. Das soll das ja zeigen. Einfach in die Luft. Aber nur alle 27 Jahre, oder? Genau. Ja, der schläft halt immer so lange. Eben. Ich habe auf die Spinne gehofft. Als würden die Leute, würde uns jemand zuhören, habe ich gerade dieses Bild auf Reddit gefunden. Aber um das nochmal abzuschließen, genau, das ist Tim Curry, oder? Ja. Ja. Ich finde jetzt den neuen Clown nicht schlechter als den ersten. Ich habe ja am Anfang gedacht, der kommt bestimmt nicht an Tim Curry ran, aber das ist, also der ist halt anders aufgemacht. Der alte Clown, das war so ein aktueller Clown und der hier ist ja eher so einer aus dem 18. Jahrhundert. Also der ist ja gar nicht monsterhaft erstmal per se, sondern der hat ja schon auch ein richtiges Clownskostüm. Das hatte ich am Anfang nicht verstanden. Ja, weil er hat ja schon einen ziemlich, ziemlich abnormalen Kopf. Ja, richtig. Guck dir das mal an. Schon, aber das Kostüm ist schon quasi ein altes Clownskostüm. Ja. Ein nicht zeitgemäßes einfach. Ich habe heute über einen anderen Stephen King-Film gelesen, da mit diesem tollwütigen Hund. Wie ist denn der noch? Harry. Ah, nein, Moment. Kuro? Irgendwie sowas? Sowas gibt's, aber habe ich noch nicht gesehen oder gelesen. Kujo gibt es, glaube ich, oder Kujo. Kujo, glaube ich. Ja, Kujo, genau. Und da haben sie eben gesagt, dass sie dem Bernardiner mit Angelschnur die Schwänze anbinden mussten, weil die sich halt immer so gefreut haben während der Dreharbeiten und immer mit dem Schwanz geredet haben. Und dann hat einer da eine Szene verlinkt, wo da eben dieser Hund einen Menschen tötet und du siehst die Leiche da liegen und du siehst, wie der Hund versucht, mit dem Schwanz zu wedeln. Das hat George Lucas mit Carrie Fisher auch gemacht. Was? Er hat ihr die Brüste abgetaped, weil die immer so gewackelt haben beim Laufen. Ja, gäbe es nur ein Kleidungsstück, um das zu verhindern. Hat wohl nicht gereicht. Unerhört. Nein, das durfte sie nicht tragen, weil das hätte man ja durchgesehen. Ach so. Durch die Robe. Prinzessin nicht würde. Und die Tapes nicht? Die waren hautfarben, hätte er. Ja, anscheinend. Ja, jetzt will ich den neuen Film noch sehen, aber weiß ich auch noch nicht, ob ich den im Kino gucke. Ich glaube nicht. Also ich nicht. Keine Ahnung. Also der alte Film hat mich damals als Kind so traumatisiert, ich glaube, ich kann mir den neuen nicht angucken. Du hast doch den schon gesehen, oder nicht? Den neuen? Nee. Ja. Ich dachte, du hättest da schon mal vor einem Jahr drüber geredet, als der im Kino war. Habe ich auch. Ich habe mir die ganzen Trailer angeguckt und ich war da auch, ich habe mehrmals den Wikipedia-Artikel mit der Handlung nochmal durchgelesen, obwohl es ja dieselbe ist.
Aber irgendwie kann ich mich nicht überwinden, den Film zu gucken. Aber ich, und also, ich wette, würde ich heute den alten It nochmal gucken, würde ich mich kaputt lachen. Genau wie bei Chucky die Mörderpuppe. Das hat mich damals auch fertig gemacht. Heute würde ich denken, ich tritt der Puppe einfach den Kopf ab. Ja, dann guck doch einfach mal den neuen auf Netflix. Dann kannst du ja entscheiden, ob du den zweiten Teil noch guckst. Ja, ich gucke eher einen Disney-Film. Okay. Wow. Kannst du ausschließen, dass es ein Disney-Film ist? Bald nicht heutzutage kann man das bei keinem Film mehr. 50-50-Chance. Stimmt. Tim Curry sitzt ja schon seit Jahren im Rollstuhl, habe ich jetzt gelesen. Der hat einen Schlaganfall. Oh. Das tut mir leid für ihn. Ah ja, was du hier gepostet hast, diese Lippe da, das kann der machen. Ja. Sieht sehr unnatürlich aus. Ja, irgendwie von seinem Dingens gelernt, von seinem Bruder, dass er es auch machen kann. Und er erzählt dann so schön in dem Video, wie er einen Charakter erfunden hat, Jürgen, wenn er sich das T-Shirt übers Gesicht zieht, dass nur noch das Gesicht sichtbar ist im Ausschnitt und dann hinter seinem kleinen Bruder herläuft, während er dieses Lächeln macht. Dieser Charakter hieß Jürgen. Okay. Ich kann ja nochmal, wenn du es nicht gucken willst, weil du Angst hast vor deiner Kindheit, dann guck doch mal Stand By Me. Das habe ich schon mal erwähnt. Ich habe wegen ganz vielen Sachen Angst vor meiner Kindheit, nicht nur wegen Angst. Dann guck doch mal Stand By Me. Das ist auch eine Stephen King-Geschichte. Und das ist, habe ich schon mal erzählt im Podcast, das ist S ohne Clown. S ohne S. Also es ist ansonsten genau die gleiche Geschichte, im Prinzip die gleichen Charaktere. Und es geht darum, dass die auch so den Sommer erleben. Ja, du sagst es ja schon, das ist von Stephen King. Ja, genau. Ist es, wieso hat er immer die gleichen Charaktere? Naja, also der hat zumindest viele Geschichten, finde ich, die so alle in, also das Dorf ist immer das gleiche, egal ob es gleich heißt. Mhm. Die Charaktere, ja, die so die Gruppe zusammenstellen, sind doch voll, immer wieder die gleichen. Und es gibt auch oft Verweise eben auf das finde ich ja dann sogar wieder sympathisch, wenn er irgendwann selber eingesteht, so also da kann ich jetzt auch so Cross-Referenzen machen, weil es ist ja sowieso offensichtlich. Das Geile ist, bei Kuyo, als ich dann darüber gelesen habe, hat er gesagt, er erinnert sich überhaupt nicht, dieses Buch jemals geschrieben zu haben, weil er halt so sehr unter Alkohol und Koks stand. Aber er mag das Buch. Nice. Hat das mal gelesen. Einmal. Ja, meinte, er hat irgendwann in den 80ern jeden Tag eine Kiste Bier getrunken. Jeden Tag eine Kiste Bier? In den USA. Oh, stell dir mal vor, wie viel man da einkaufen gehen muss. Ja, ich glaube, die meinen in den USA dann doch eher ein Sixpack, oder? Ich glaube wenn die auch sagen, a keg of, oder nee, ein Keg ist doch ein Fass, oder? Er hat auf okay, jeden das Fall jetzt aber richtig jeden viel. Tag, wie viele Liter sind das? 20 Liter? Ich denke mal ein Sixpack pro Tag. Ja, wahrscheinlich. Aber auch das. Er sagte auf jeden Fall, er muss immer am Abend das leer trinken, weil sonst steht er nachts wieder auf, um zum Kühlschrank zu gehen. Ja, das ist so ähnlich wie Mark Twain, der hat ja jeden Tag 40 Zigarren geraucht, bis er irgendwann einen Herzanfall hatte und sein Arzt hatte gesagt, er soll es reduzieren, da hat er nur noch 6 pro Tag geraucht. Gestern habe ich angefangen mit den Frankenstein Chronicles. Das ist diese Serie im viktorianischen New York, das diesmal wirklich London ist. Mit Sean Bean. Und die ersten 2 Folgen waren ziemlich gut. Hast du denn, ich habe vor kurzem Viktor Frankenstein auf Netflix geguckt und der war gar nicht gut. Guck doch mal die Frankenstein Chronicles. Da ist Sean Bean ist so ein, wie nennt sich das? Mensch. Sie nennen es, glaube ich, River Police. Genau, so ein Polizist auf der Themse. Und Wasserschutzpolizei. Ja, Wasserschutzpolizei, genau. Und er findet am Anfang von der ersten Folge, findet er eine Leiche, die zusammengenäht ist aus verschiedenen Teilen. Und darum geht es dann letztendlich, das aufzuklären. Nur das Problem ist, dass er gleichzeitig noch Syphilis hat und als Behandlung jeden Tag dann noch eine Kapsel mit Quecksilber nimmt und deswegen auch noch Visionen hat die ganze Zeit. Und man nicht so ganz weiß. Also die helfen ihm. Ob das jetzt Wahrheit ist, was er dann so erlebt oder nicht. Aber so die ersten 2 Folgen waren ziemlich gut. Also ich habe das jetzt so witzig erzählt, das ist eigentlich gar nicht witzig. Der ist eher so ein runtergekommener Typ,
der da halt so ermittelt. Ja. Und ist alles sehr dreckig, weil das alles in den Vororten von London spielt. Sehr, sehr dreckig. Ich habe ja ein bisschen Angst jetzt vor dem zweiten It. Haha. Also, weil der Mario fand den ja grandios gut. Fand er den ersten aber auch, oder? Ja, aber also man muss, bei Mario kann man ja sagen, was man will, aber er hat eine sehr wechselnde Bewertung, finde ich. Also er gibt Filmen, die ich gut finde, gute Bewertung, aber er gibt auch Filmen, die ich scheiße finde, gute Bewertung. Das heißt, man kann sich nie drauf verlassen, wie seine Bewertung letztendlich für einen selber sein wird. Aber dass er Jurassic World mehr Sterne gegeben hat als Jurassic Park, das ist natürlich schon mutig? Hart. Achso. Hä? Mutig. Ja, also kann man es auch nennen. Den neuen Blade Runner gibt es jetzt auch bei Netflix, habe ich gesehen. Mhm. Man kann den sich ja nochmal angucken. Ja. Wobei das halt wirklich ein Kinofilm ist. Ja. Das ist wie Interstellar auf dem Handy zu gucken. Wird er dann besser? Du kannst währenddessen nicht so gut Twitter gucken. Doch, mit Bild in Bild. Bild in Bild, genau. Ah ja, stimmt, das hat die Netflix-App ja sogar. Da ist sie ja noch kleiner. Ich habe ja auf dem großen Kino schon nicht erkannt, dass Matt Damon mitspielt. Ich habe den nicht erkannt. Wow. Was? Ich habe Matt Damon nicht erkannt. Der spielt doch da auf diesem einen Planeten mit, wo er unbedingt weg will. Du wohl auch nicht. Professor Mann. Ach doch, klar. Oh mein Gott, ich erinnere mich an diesen Planeten gar nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch an den Wasserplaneten mit der hohen Welle. Der Steinplanet. Ja. Ja, ja. Der Wasserplanet hat wirklich als einziges richtig Einfluss, oder ist mir richtig im Gedächtnis geblieben, weil das fand ich eine sehr coole Szene. Nichts. Aber beim Steinplanet hätte man eine Referenz machen können, das hätte ja der Mars sein können, wo Matt Damon unbedingt weg will. Da dachte ich jetzt nämlich zuerst. Ja, aber das wäre ein bisschen zu nah. Das war auch ein Witz. Gewesen. Ein Witz. So. Weil das schwarze Loch im Vorwärts. Mhm. Witz. Mhm. Witze sollen doch witzig sein. Der war witzig. Hm. Willst noch mehr drüber reden, wird der nur witziger. Hören Sie auf zu lachen, es handelt sich hier um Humor. Gentlemen, don't fight in the war room. Genau. Ach, das ist auch schon lange her.